bad, me sick, me Reggaeville. Reggaeville Family, hier ist Summer Jam 2019. Überraschenderweise diesmal auf Deutsch, weil wir einen deutschsprachigen Gast bei uns haben, den Green. Hallo Gössi, wie geht's dir? Hi, super. Bei dem Wetter und dir? Ja, mir geht's auch super. Ich werde mich jetzt dann gleich noch ein bisschen bräunen vielleicht. Du gehst ins Wasser, oder? Ja, Abkühlung vor dem Gig auf jeden Fall nochmal schön ins Kühle springen, damit die Geister da oben wieder belebt werden. Musikvideo, bist du ja auch ins Wasser gegangen. Wie lange kannst du die Luft unter Wasser anhalten? Unter Wasser kann man es ja weniger anhalten als oberhalb vom Wasser. Also dieser Spruch, dass die Haut irgendwie mitatmet, stimmt wirklich. Ich schwöre, es ist ganz komisch. Ich habe es einmal geschafft, nachdem ich, wir haben so ein Spiel gehabt, ich habe Bon geraucht und habe dann wirklich 2 Minuten lang die Luft anhalten können. Wahrscheinlich, weil mein Puls zurück war und ich so ganz high und entspannt war. Dann konnte ich unfassbar lang die Luft anhalten, 2 Minuten. Jetzt so aus dem Stegreif wahrscheinlich 1,20, 1,30, aber da unter Wasser, 20 Sekunden vielleicht höchstens eher. Das ist ein Riesenunterschied. Aber im Video, da bist du ja ewig hier unter Wasser. Ja, ich kann, wenn du das oder mal ab der Time Stretch benutzt. Das kommt drauf an. Also wenn du es dann 10 Minuten lang immer wieder probierst, dann schaffst du es immer länger, immer länger, immer länger. Und dann habe ich da vielleicht zur Höchstzeit dann 30 Sekunden mal geschafft. Aber alles andere ist dann geschnitten. Ja, ich glaube trotzdem, ich kann ihn nicht schlagen, also Respekt. Aber heute Performance Summer Jam ist auf jeden Fall, ich freue mich drauf, du dich bestimmt auch mega, oder? Ja, ich bin jetzt noch nicht aufgeregt, aber später werde ich bestimmt, ich versuche nicht aufgeregt zu sein, weil ich bin noch nie vor so vielen Menschen aufgetreten, so Fremdpublikum, weil ich bin nur Konzerte gewohnt und dann hast du deine 2000 Greenies vor dir, die Green Fam, und das ist ja dann eh Familie, weißt du, egal wie viele Fans vor mir stehen, wenn es 2000 sind, 1500, das ist einfach Familie und dann habe ich auch keine Aufgeregtheit, weil ich bin dann auf der Bühne der Daddy und das sind meine Kiddies, aber heute, nein, die sind ja alle älter als ich sogar, da kann ich dann nur der kleine schüchterne, nein, ich werde abreißen, ich freue mich drauf, es wird sehr interessant. Fremdpublikum. Das sagt, du bist jetzt noch nicht nervös. Bist du normalerweise nervös? Wie, auf normal, also eigene Konzerte nicht, nein. Aber so Festivals, wo ich weiß, da sind auch ganz viele Menschen, die mich eben nicht kennen. Da kommt dann wieder so, dann geht's wieder zu Back to the Roots. Ganz am Anfang, als ich anfing, die ersten paar Mal auf der Bühne stand, da kommt das Kribbeln wieder hoch und darauf freue ich mich. Das war schon lange nicht wahr. Ah. Du warst ja auch schon oft am Summer Jam als Besucher. Wie ist es dann eben jetzt, also ist es wie, ja, ich kenne mich ja hier aus, so nach Hause kommen irgendwie, weil du hast ja auch ein Video mal hier gedreht vor ein paar Jahren und so, oder ist es doch ganz anders, wenn man plötzlich jetzt Backstage abhängt und so? Es ist schon relativ gleich, muss ich sagen, weil ich mich nicht verändert habe. Also natürlich darf ich jetzt hinten rein in einem Backstage, darf Künstler kennenlernen, hab dort gutes Essen, hab ein gutes Hotel, aber ich bin immer noch derselbe von damals, deswegen ist mir das scheißegal. Und das war 2010 bis 2013, da war ich 3 Jahre hintereinander auf dem Summer Jam, bin auch dort das erste Mal mit Reggae sozusagen in Kontakt getreten und hatte dort auch meinen ersten Reggae-Track dann hier gefilmt. Hier bin ich dann so durch die Zeltlandschaft gelaufen mit der Kamera und hab mich selbst gefilmt mit einem Kumpel. Sind da von der Brücke gesprungen, Musikliebe heißt das Lied, gibt's immer noch. Also es ist nicht unbedingt anders geworden, ich bin immer noch, aber wie gesagt, es liegt daran, dass ich noch der gleiche bin. Du hast gesagt, wenn du jetzt dann auf die Bühne gehst, so, du bist vielleicht ein bisschen nervös, was ist immer das Letzte, was du tust, bevor du normalerweise dann auf die Bühne gehst? Ich schließe meine Augen und sage Danke. Ich sage einfach nur Danke und dann versuche ich in dem Moment, dann bin ich in mir drin und versuche alles um mich herum auszublenden und einfach das zu genießen und diesen Traum leben zu können und sich das immer wieder bewusst werden zu lassen. Und vor allem, ich versuche dann jetzt vor so 8000 Leuten oder 10.000, wie viele auch heute vor der Bühne stehen werden, versuche ich da auch jetzt nicht so overhype, oh, wow, es wird so geil, ich zerfetzt alle. Nein, ich versuche mich da nicht so aufzubauschen, weil dann sind die Erwartungshaltungen zu hoch. Ich versuche da eher ruhig und entspannt zu sein und zu sagen, es ist ein Wohnzimmerkonzert, ich laufe da easy raus und das sind alles meine Freunde und wir haben jetzt einfach nur eine schöne Zeit. Und das beruhigt mich dann in dem Moment, wenn ich aufgeregt werde. Das war ich. Was ist das Erste, das du tust, wenn du wieder von der Bühne kommst normalerweise? Von der Bühne? Was mache ich da? Also meistens gehe ich dann direkt duschen. So direkt, weil es ja, aber hier heute werde ich einfach ins kalte Wasser springen wahrscheinlich.
Ja, Essen. Essen ist ganz, also wirklich, guck mal, ich bin eh so ein Hungerhaken. Und wenn ich dann auf der Bühne wieder so 2 Stunden Marathon gelaufen bin, dann spachteln, was das Zeug hält. Ich werde dann auch ein bisschen krantig, wenn ich nichts esse. Ich bin so, die Snicker-Werbe wurde wegen mir gemacht. Weil zu wem wirst du, wenn du nicht dein Snickers rechtzeitig kriegst? Ja doch, dann schon. Ich bin dann echt ein bisschen so cholerisch. Das war ein bisschen übertrieben. Ja, aber jeder ist ja ein bisschen dann genervt, wenn er Hunger hat. Die Geduld, der Geduldsfaden ist ziemlich klein dann. Ja. Unabhängig jetzt vom Summer Jam, das ist natürlich ein super Event dieses Wochenende und der Auftritt wird bestimmt geil, aber ist es auch noch ein ganz besonderes Event hat quasi stattgefunden, hast nämlich dein neues Album Smaragd rausgehauen am 28. und gestern dann auf Platz 6 der deutschen Albumcharts. Erstmal gratuliere, Respekt. Danke. Und auch Kompliment für die tolle Scheibe. Wie hast du den 28. Juni verbracht? Ich war nochmal schön essen und wir haben uns und dann ich bin durch den Wald joggen gegangen. Das ist mir auch wichtig, war nochmal Sport treiben. Weil das ist so, durch den Wald zu joggen ist für mich und dann auch gut essen zu gehen, einfach das ist so ein Himmel auf Erden. Dann habe ich nochmal ein bisschen geprobt und ich habe den eher so richtig entspannt angegangen. Ich war jetzt nicht Party machen oder so, weil ich ja wusste, am nächsten Tag kommt der Gig meines Lebens, der größte Gig bisher. Aber ich bin natürlich wahnsinnig glücklich, dass hier, und was, ich bin ja auf Summer Jam gefahren. Also ich war auch 3 Stunden im Auto gesessen und habe mir nochmal das Album reingezogen von mir und mich dadurch dann selbst gefeiert und auch nochmal geprobt für den Gig. Sowas. Und dann abends die Show von Young Horn mir gegeben und von Bones und Raff und genau. Und hattest du Spaß? Ja, aber ich wusste, ich muss am nächsten Tag fit sein und dann hängt dir der Schalk im Nacken, weil ich bin dann so ein bisschen vernünftig und versuche dann halt keinen drauf zu machen, wenn ich am nächsten Tag einen Gig habe. Deswegen war gestern jetzt, erst heute ist mein Tag, wo ich wirklich, morgen kann ich ausschlafen, morgen, also heute Abend, da lass es mir gut gehen. Und da geht's dann. Wie sieht es dann so aus, wenn der Greenie mal so richtig Gas gibt und Party macht? Das Ding ist, dass ich sowieso jetzt nicht so der Säufer bin. Aber das Verrückte ist, dass ich trotzdem irgendwie so einen Körper mitbekommen habe, der sehr viel verträgt. Ich kann dann schon unendlich viel saufen und spüre den Alkohol irgendwie nicht. Ne? Irgendwie, aber du wirst mich niemals in der Ecke rumliegen sehen. Also du siehst, du hörst mich dann viel Scheiße labern und ich bin lustig drauf. Und ich tanze dann vielleicht mal, aber jetzt nicht nackig auf dem Tisch. Aber nur halb. Halbnackt, ja, das mache ich gerne auf der Bühne. Aber so jetzt wirklich im Eck liegen und kotzen oder die Leute müssen mich. Nein, das siehst du bei mir nicht. Ich bin dann wahrscheinlich irgendwann so high, dass ich einfach nur noch einschlafe und ins Bett will. Schlaf der Gerechten dann, ja. Jetzt, das Album, wie gesagt, ist draußen. Du hast auch schon ein paar Videos rausgehauen dazu. Gibt es irgendwas, was ansteht an Videos, was jetzt dann demnächst rauskommt? Irgendwas, worauf du dich besonders jetzt noch freust im Zuge von Promotion-Arbeit auch für Smaragd? Wir haben jetzt eigentlich alle Videos draußen. Es wurden 4 Videos veröffentlicht. Sind ja jetzt auch 12 Lieder auf dem Album. Okay, mit Intro sind es eigentlich nur 11 Lieder. Aber wir sind schon dabei, das nächste Projekt anzugehen. Ich weiß zwar nicht, ob ich das jetzt schon erwähnen kann, aber ich. Du musst es einfach trotzdem? Ich mach's es einfach mal. Wir haben nämlich vor, so eine Art Smaragd Plus auf den Markt zu schmeißen. Im Herbst soll es irgendwann rauskommen. Also es wird eine Erweiterung von dem Album geben. Und da werden die alten Lieder drauf sein, plus aber wahrscheinlich nochmal 8 neue Lieder. Das wird dann ein fettes Album, Smaragd Plus wird das heißen, 20 Tracks sind es dann. Und jetzt sind es 12, wie gesagt, oder 11, mit Intro 12. Und da werden dann wieder, in dem Zuge werden dann neue Videos gedreht. Und ich habe schon, das Witzige, ich habe schon Smaragd Plus fertig geschrieben, das ist, und die neuen Lieder, ich bin ja, die Leute hören jetzt das. Was jetzt auf dem Markt ist. Aber ich bin ja schon immer 4 Monate den Leuten voraus und habe schon wieder ganz andere Lieder im Petto, wo ich sage, wartet mal, bis ihr die hört, Mann. Wartet mal ab. Und darauf freue ich mich wahnsinnig. Das sind so geile Tracks wieder entstanden. Ja, wie ist es überhaupt, wenn man eben weiß, man hat dieses Produkt eigentlich schon fertig, selber kennt man die Lieder in- und auswendig, ja, und man kann es aber noch nicht mit den Leuten teilen? Oder wie ist dann der Moment, wenn man eben dann tatsächlich das präsentiert, woran man so lange gefeilt hat irgendwie? Ich liebe es. Ich kann es eigentlich kaum abwarten, bis ich meine. Wenn ich ein Lied geschrieben habe, bin ich so ein Fan davon. Ich will ihn am liebsten direkt loslassen. Geh in die Welt, die Saat ist gesät, werde zu einem Baum, so, und ich ziehe dann direkt weiter. Ich gucke dann auch gar nicht mehr nach hinten.
So, ich freue mich über diesen Track und ich pumpe den dann noch 2 Wochen lang noch selbst und oh, ist das ein geiler Track. Und nach 2 Wochen habe ich ihn dann auch irgendwann tot gehört, logischerweise. Und ich liebe das Neue und dann gehe ich direkt immer wieder an Neues ran. Trotzdem, wenn das dann released wird und ich jetzt schon 3 Monate lang tot gehört hatte, wenn es released wird, kriegt es nochmal so einen neuen Zauber und kriegt dann für mich selber auch nochmal einen Hype, wo ich mir das Album dann auch gerne nochmal ganz anhöre und sage, oh geil, ist auch da ein bisschen Zeit vergangen. Also es sind dann vielleicht 2 Monate vergangen, wo ich es gar nicht mehr angehört habe. Und dann das erste Mal wieder anhören mit Musikvideo, das ist, kommt wieder diese Frische rein. Du kannst schon deine Arbeit auch nochmal dann anhören. Du hast auch gesagt, du möchtest die Sachen dann loslassen. Bist du dann auch so, dass du es dir unkritisch anhören kannst? Oder ist dann auch so, dass du dir denkst, ah, hätte man doch vielleicht da das nochmal so 1 dB mehr oder weniger gemischt oder irgendwie sowas? Das passiert ganz selten. Also bei mir ist es, ich bin ein Perfektionist, aber dass ich jetzt, also es ist eigentlich noch nie wirklich vorgekommen, dass ich im Nachhinein sagte, ah fuck, den Track hätte ich lieber so gemacht. Das Schöne ist, ich habe so ein Talent, dass ich alles, was ich mache, also das beziehe ich aber jetzt nur auf mich, ich kann das immer als Fan betrachten. So, ich bin, also ich rede jetzt als Fan von mir, ich bin nämlich selber Fan von Green. Ich bin wohl wahrscheinlich mein größter Fan. Ich bin der größte Fan, den es von Green gibt. Und das Schöne ist, ich wechsle dann die Perspektive. Ich bin dann in dem Moment nicht Green, auch nicht Pasquale Deneflé, sondern ich bin einfach nur der Fan von Green und ich kann das dann, deswegen weiß ich auch ganz genau in der Musik, was ich will. Ich weiß genau, was für Musikvideo ich will. Ich weiß genau, was für eine Art Musik ich machen will und ich kann dir genau sagen, ob ich, ja, also das ist alles, das entstammt aus meinem Geist. Auch wenn ich da zum Beispiel Syrix und so viele geile, wir arbeiten ja auch zusammen und da kommen auch viele Ideen von ihm zusammen. Das Wichtigste ist es, als Fan betrachten zu können. So als würdest du aus deinem Körper kurz austreten und es so dir so reinziehen als Fan. Und ja. Also du kannst auch, obwohl du eine sehr spezifische Vorstellung hast von dem, was du kreieren möchtest, schon auch nochmal irgendwie auf den Input von anderen Leuten, wie jetzt zum Beispiel Syrix oder so, zurückgreifen. Also du ist ja schon ein gemeinsamer Effort irgendwie, also alle leisten einen Beitrag zu dem und können auch Input geben. Absolut. Ich bin natürlich schon sehr, wenn es um die Musik geht, sehr bestimmt. Aber mir ist Feedback und ehrliches Feedback, wenn Syrix sagt, ah, das findet er scheiße. So, ich liebe das. Ich liebe Ehrlichkeit. Und ich bin kein Künstler, der sich davon gekränkt fühlt, wenn seine Kunst angegriffen wird. Ich hasse sowas, wenn Leute irgendwie so dünnhäutig sind und man darf sie nicht kritisieren. Ich liebe das, wenn Syrix sagt, sorry, da bei dem Track so, ich weiß nicht, das passt, das ist nicht so geil, so rap nochmal den Part ein. Und dann, meistens sind wir uns immer einig, weil ich finde es schön, wenn mir jemand so ein ehrliches Feedback gibt, weil ich kann ja dann letztendlich dann immer noch kurz in mich kehren und sagen, sehe ich das auch so wie er? Dann denke ich drüber nach und er sagt, ja, er hat recht. Also ich versuche mich davon nicht beeinflussen zu lassen, ich versuche das wirklich so zu sehen, einfach das gesunde Mittelmaß zu finden. Und ich mag auch, wie gesagt, die Würze von Syrix, wenn er da mal so sein Beat ballert und der Beat ist eigentlich schon fertig, aber er macht dann trotzdem noch ein paar Elemente hinzu, die mir dann gar nicht wirklich auffallen. Oder mir fallen sie auf und ich sage, geil Syrix, geil, geil, dass du jetzt noch da die Oboe in den Track reingebaut hast. Also er kann da richtig mitköcheln, wenn er will. Und da bin ich total offen. Aber das ist so ein bisschen paradox. Einerseits voll offen, aber trotzdem sehr bestimmend. Ich weiß nicht, was ich will. Und da muss man einfach die Mitte finden. Und ich glaube, das ist eine ziemlich geile Zusammenarbeit. Wenn Syrix da auch sagt, hey, ganz am Schluss, ich werde dir immer Input geben, was ich wie machen würde, aber letztendlich hast du immer das letzte Wort, weil du musst die Musik verkörpern, du stehst damit auf der Bühne und du musst der Fan davon sein. Und das ist die beste Zusammenarbeit, die man sich vorstellen kann mit einem Künstler. Du hast jetzt den Syrix genannt als Produzenten, mit dem du arbeitest. Gibt es sonst jemanden, Produzenten oder auch irgendwelche anderen Künstler, mit denen du mal irgendwie zusammen was machen wollen würdest oder so? Es gibt noch, also ich habe jetzt Syrix ist einer meiner Produzenten und natürlich Slick, einer meiner langjährigen Weggefährten, die mich seit von Anfang an begleiten und bei dem läuft die Zusammenarbeit genau so, läuft die auch ab. Ich weiß zum Beispiel, bei einem Track 8 Jahre wollte zum Beispiel Slick unbedingt noch Streicher einbauen, so Geigen. Und ich bin wie gesagt immer offen, aber ich muss dir sagen, sie haben es nicht reingeschafft. Und da war der Slicky so, oh, er hat sie so, es war so Zigeuner, Geigen, ich stehe eigentlich drauf.
Aber bei mir geht alles mit Gefühl. So musikalisch gesehen war das geil. Aber meine Musik läuft nur mit Gefühl. Wenn ich merke, das ist so ein geiler, ironischer, lustiger Beat und dann kommen so Streicher rein, verändert das irgendwie das Gefühl von dem Track, weil dann wird es auf einmal emotional. Und der Track, wie ich ihn geschrieben habe, der war dann schon lange fertig geschrieben, war halt nicht so in dieser emotionalen Schiene, wie diese Streicher das auf einmal vermittelt haben. Deswegen mussten die Streicher wieder raus. Okay. Und da sind die Meinungen mal auseinandergegangen. Aber ich verstehe als Beat-Produzent, warum er Streicher dazu haben wollte. Aber ich als Künstler, der die Emotionen verkörpern muss, musste auf die Streicher verzichten, weil das hätte... Es hat nicht gepasst. Es war voll traurig dann auf einmal. Und dabei war es gar kein trauriges Lied. Weil um solche Dinge, ich bin voll der Gefühlsmensch, auch in der Kunst. Und Zusammenarbeit mit anderen Künstlern, es gibt viele Künstler, mit denen ich zusammenarbeiten wollen würde. Wenn es denn menschlich passt, das ist mir das Allerwichtigste. Mir, ich scheiß auf Ruhm. Das interessiert mich nicht. Wenn da jemand irgendwie Millionen von Klicks hat und unfassbar erfolgreich ist. Ich muss einfach Fan von dem sein. Und dann kommen wir wieder zu dem Punkt, ich habe die Gabe, Fan zu sein von Musik und auch von anderen Künstlern. Und dann will ich auch mit dem Mucke machen. Ob sie einen Klick haben oder 10.000 oder 1 Million. Wenn es menschlich passt und musikalisch, einfach auf, wo ich sage, wow, ich würde mir jedes Konzert von dir reinziehen, ja. Und soll ich jetzt ein paar Namen nennen am liebsten? Wenn du möchtest, klar. Und da gibt es viele, wie gesagt. Jetzt kommt gar keiner. Also deutschsprachige Künstler auf jeden Fall würde ich mal... von Nura, Juju, Sido, selbst mit Young Huren würde ich einen Track machen, mit Materia, mit Casper, mit, wen gibt's noch? Jamul ist ein krasser Newcomer, Mann, der ist ja fresh unterwegs. Rin, also ich könnte jetzt, du siehst schon, ich bin Fan von vielen Leuten. So. Obwohl ich die Musik, also deutschsprachige Musik höre ich gar nicht so. Ich höre mir alles an und bin auch Fan davon, aber wenn ich jetzt so im Auto sitze oder im Wald joggen gehe, dann höre ich eher so atmosphärische Beat-Musik. Ich liebe es auch Deep House, irgendwie so Elektro-Beat, so atmosphärische Tracks, wo ich gut nachdenken kann. Ich liebe Lieder, wo ruhig sind, atmosphärisch, so ein seichter Beat mit einer wunderschönen Melodie, weil das regt mich zum Denken an und das kitzelt wieder Emotionen aus mir hervor und dadurch entstehen dann auch wieder Songideen oder auch Texte an sich. Weil ich bin wohl so ein Künstler, ich schreibe den Text und dann suche ich mir den Beat, der zu diesem Text passt. Viele schreiben ja, die hören den Beat, ja genau, ich schreibe nicht auf dem Beat. Nur also so eine Mischung, ich schreibe auch auf dem Beat, ganz klar, aber wie oft schreibe ich einfach nur Lyrics nieder und dann suche ich mir einen Beat, weil ich liebe das. Also ich habe einen neuen Beat und ich muss dann nicht erstmal stundenlang irgendwie jetzt einen Text schreiben und dann ist der Beat schon wieder tot gehört. Nein, ich habe einen frischen Beat, einen frischen Text und passe diesen Text auf diesen Beat an und das ist... Ah, ich liebe es. Ich liebe es. Stell dir vor, du musst jetzt 2 Stunden lang erstmal den Text schreiben und lässt den Beat im Loop laufen. Nach 2 Stunden hast du keinen Bock mehr auf den Beat, da ist der Zauber weg, aber hast dann den Text. Das ist für mich irgendwie nicht die richtige Reihenfolge. Nein. Aber deswegen, also du hast deinen richtigen Weg gefunden, wie du deine Musik machen kannst. Deswegen schreibst du ja auch so viel. Ich glaube, du hast gesagt, Smaragd Plus kommt. Und du hast ja für Smaragd schon wahnsinnig viele Songs eigentlich geschrieben eben. Ne? Also wesentlich mehr als letztendlich dann die 12 oder 11 Tracks auf dem Album dann waren. Deswegen, und in dem Sinne wird auch noch viel von dir kommen, hoffe ich, oder? Auf jeden Fall. Ich bin so im Schreibwahn. Also das ist... Ich bin wirklich, wenn es ums Schreiben geht, ich bin süchtig. Seit 12 Jahren bin ich süchtig. Von Schreiben, Beats und dazu einen kleinen Johnny und dann bin ich auf Wolke 7, steck mich in die Gefängniszelle, bin glücklich, wenn ich Musik machen kann. Das ist so das Schönste und Größte für mich. Und wir sind glücklich, wenn wir deine Musik hören können, Green. Vielen lieben Dank. Ich wünsche dir erstmal für Smaragd alles Gute, auch für Smaragd Plus. Dann können wir uns schon drauf freuen. Und natürlich heute reißt du die Bühne ab, oder? Die Show meines Lebens, das erste Mal so viel, ja, ich werde so aufgeregt sein, das wird so geil. Aber dann wieder besinnen, ruhig, Brauner, es sind nur 200 Leute vor dir, es sind nur deine, das ist alles easy. Vielen Dank für das Interview. Ich danke dir ganz herzlich, alles Gute, alles Liebe und Gute, danke. Bis dann, ciao, ciao. Bye, bye. Und ab ins Wasser.